Das Rauchen gehört für viele noch zum Genussmittel. Dass der Zigarettenstummel eine der größten Umweltsünden ist, das wissen allerdings die wenigsten. Bei einer Pressekonferenz der Stadt Mödling wurde ein Projekt zur Vermeidung von Zigarettenmüll vorgestellt. Die Stadt bringt mit dem Projekt 100% Chic im Kübel, den Stein für das Land Niederösterreich, ins Rollen. Na, wir nehmen dieses Projekt her, hier mal in der Pilotregion Mödling, um es dann auch auf andere auszurollen. Das werden wir über die Umweltverbände steuern. Sie bitten das zu unterstützen, dass es auch flächendeckend einen Erfolg zeigt. Und das ist einmal das Pilotprojekt. Und dann werden wir weiter sehen, wie man das auch auf andere Gemeinden ausdehnen kann. Jetzt werden bei den teilnehmenden Gastronomen und Trafiken 3 verschiedene Outdoor-Sammelbehälter aufgestellt. 24 Lokale sowie alle Mödlinger Trafiken nehmen bereits an dem Projekt teil. Und nicht zuletzt das Stadtbild von Mödling profitiert von dieser Aktion. Ja, wenn man mit offenen Augen durch die Straßen und Gassen nicht nur der Stadtgemeinde Mödling geht, sieht man, dass es eigentlich unheimlich viel Chic-Stummel gibt, die am Gehsteig, auf der Straße, sonst wo herumliegen und ja mittlerweile als großes umweltpolitisches Problem erkannt worden sind. Und wir haben uns als Vorbildgemeinde gedacht, Vorbildgemeinde auch im Sinne des Umweltschutzes, da bräuchte es eine konzertierte Aktion, um auf das Wegwerfen der Chic-Stummel aufmerksam zu machen, also das heißt auch in geeignete Behälter zu stecken. Rund 80% der Zigarettenstummel weltweit landen per Fingerschnipser in der Natur. Als Alternative für unterwegs bringt der Abfallverband Mödling den Taschenbecher. Denn jeder weggeworfene Stummel hat verheerende Folgen für Mensch und Umwelt. Wir haben Statistiken bekommen, was eigentlich alles an Giftstoffen in Zigarettenchicks enthalten ist. Und das hat uns wirklich betroffen gemacht. Wir haben eben gehört, wie viel Liter Grundwasser von einem einzigen Chick, nämlich 1000 Liter Grundwasser durch einen einzigen Chick eben verseucht wird. Wie viele Unfälle passieren, wenn Kleinkinder in Parks diese Chicks finden, in den Mund nehmen, dass das die zweithäufigste Ursache der Vergiftung ist bei Kleinkindern. Und ganz wesentlich war, dass viele Bürgerinnen und Bürger an uns herangetreten sind und gesagt haben, es kommt jetzt das Rauchverbot. Die Leute werden vor den Lokalen stehen, hauen ihre Chicks am Boden, es wird dreckig sein, es kommt in das Grundwasser, tut's was. Und da haben wir gesagt, da ist jetzt Gefahr im Verzug sozusagen, wir wollen etwas machen und haben uns zusammengesetzt und rausgekommen ist eben 100% Chic im Kübel, Mödling, meine saubere Stadt. Auch in puncto Mikroplastik sind weggeworfene Zigarettenstummel eine der größten Umweltsünden. Jedes dritte Stück Müll in den Ozeanen ist ein Zigarettenfilter. Und es genügt ein Stummel, um 1000 Liter Wasser zu verunreinigen. Diese Zigarettenabfälle verrotten ja nicht, sondern sie zerfallen nur zu Mikroplastik, aber erst nach 10 bis 15 Jahren. Und Mikroplastik, wissen wir ja, das ist eines der Grundübel in unserer neuen Zeit. Jeder redet vom Plastiksackerl, aber keiner hat eigentlich wirklich realisiert, dass die Chic-Stummel weltweit eine wesentlich größere Menge an Mikroplastik verursachen als alle Plastiksackerln zusammen. Jetzt will man ökologisch und ökonomisch sinnvolle Verwertungslösungen für Zigarettenmüll finden. Wir versuchen jetzt gemeinsam mit Saubermacher zu evaluieren, ob es vielleicht einem gewissen Recyclingzweck zugeführt werden könnte und schlussendlich auch im Zerfallsbereich über 10 Jahre, wo hier Mikroplastik übrig bleibt, ist es ein großer Problemstoff. Und wo soll der Weg beim Projekt 100% Chic im Kübel schlussendlich hinführen? Ganz einfach, Umweltverschmutzung zu verhindern, damit eine Gesundheitsgefährdung für Kinder, aber auch Erwachsene zu minimieren. Ein Zigarettenstummel wird über 10 oder 15 Jahre abgebaut. Das muss nicht sein, der gehört ordentlich entsorgt.